Waren da auf 60 irgendwie so? Ja, das Kryptos sind immer schwächer als die normalen. Wie hässlich. Weil dann musst du einerseits mit deinem Pokémon stark genug sein, die anderen Pokémon platt zu machen. Aber du musst auch hier gleichzeitig nicht stark, nicht zu stark sein, um das Ding instant zu hitten, weißt du? Mhm. Schon wieder instant hitten, ey. Instant zu critten, meine ich. Ach, klär doch euch gleich. So, okay, das sind die, hier ist leer, das ist das. Sehr schön. So, warte mal, ich will mal kurz gucken, bevor du weggehst. Bevor du weggehst. Ja, ich hab den falschen Knopf gedrückt, so. So, lass mich mal gucken. Ich muss kurz an Lizzie denken. An Lizzie. Ich denke an Lizzie. Also, wir wissen, dass da so später Nico werden. Weil wir... Das wäre auch bestimmt nicht Lizzie geworden. Also. Nee, Lizzie ist... Sie ist einerseits... Auch wenn ich Nico zum... Irgendwie so, keine Ahnung. Er ist eine Mischung aus... Wie heißt das Vieh da unten? Hundemon? Nee, nicht Hundemon. Doch, das da unten ist Hundemon. Hundemon. Er ist so eine Mischung aus Hundemon, Potrott und... und hier Keifel. Hundpottfel. Hundpottfel. Er ist ein Hundpottfel, okay. Also, nein, aber okay. Also, nee, warte mal, wenn ich an Lizzie denke. Wenn ich... Wurde ich gerade gerufen? Nö, ich glaube nicht. Wenn ich an Lizzie denke... Und mir diese ganzen Pokémon angucke. Denn wäre Lizzie für mich... Na? Muss ich, ob du dasselbe denkst wie ich. Also für mich... Ich habe momentan, also bevor du sagst... Ich habe zwei. Zwei? Ich kann mich aber noch nicht entscheiden zwischen den beiden. Ja, ich hänge momentan zwischen... Warte mal, ich gucke nochmal rüber, nicht, dass ich eins übersehen habe. Eins. Zwei. Ich hänge auch. Ich habe drei. Oder? Ich hänge auch zwischen drei. Welche sind's bei dir? Können wir es aufschreiben und dann können wir vergleichen. Na, ich sag meine zuerst. Meine sind Tyrakrok, Ledian und Sonflora. Boah, lol! Ich hab ich hab Kramox, Griffel und Sonflora. Kramox, Griffel und Sonflora. Hat auch so ein fettes Grinsen. Ja, aber Lizzie sieht doch nicht aus wie Griffel. Sagen wir einfach, weil wir beide eine Überstimmung hatten, dass Lizzie so ein Flora ist, okay? Wer kommt auf Tyrakrok? Weil sie ist auch, sie kann auch voll... Sie hat so Neandertaler-Klamotten an, oder was haben wir da? Nein, aber sie kann auch voll austeilen. Außerdem trägt sie Zauberwasser. Nee, es ist kein Grund, aber... Sie ist so ein Flora. Weil sie immer so happy drauf ist. Sonflora! Oh, herrlich. Und da bist du. Das bin ich! Doch, du hast genauso lang, Pony. Aber ich speichere hier erstmal zwischendurch, weil wir jetzt alle gefangen haben. So, und jetzt das nächste. Hast du gerade schon gespeichert? Nein. Hab ich nicht. Waren wir so. Nein, hab ich aber nicht. So, egal. Wir haben jetzt die Pokémon, die wir haben wollen. Jetzt gehen wir nochmal hier schnell in den Kräuterladen gleich rein. Scheiße, wo sind wir? Ach, wir sind ja gar nicht in Orkus. Doch, jetzt sind wir in Orkus. Es tut mir leid. Wir sind gar nicht in Orkus im Moment. Wir sind doch in Orkus. Du hast mein Haar in dein Gesicht. Wir sind gar nicht in Orkus. Bitte UFO-Disk. Wo sind wir denn sonst? UFO-Disk. Ja, wir waren ja gerade in Tartarus. Orkus. Oh, wir treten das UFO. Jetzt sind wir in Orkus. Hey. Magic. Es wäre genau so, als würde ich in dem Türrahmen stehen und sagen, nee, ich stehe in Vivis Zimmer und jetzt stehe ich im Flur. Aber mir fällt gerade was ein, wir haben ja letztens das Zahndings gefunden. Die Zahnprothese. Was? Was? Das ist... Das ist mal... Oh, Manu. Was? Das ist da mal meine Prothese. Hast du da? Da sind doch meine Wanne, war? Übersetzt, was? Das ist meine das ist ja meine das ist die meine Prothese? Was? Das ist ja meine Prothese. Hast du da? Das ist ja meine Prothese, oder?
Willst du den alten Mann die Zahnprothese geben? Ja. Nein. Harun, die gibt den alten Zahn die Zahnprothese. Den alten Zahn die Zahnprothese. Aber, Abracadabra, Simsala, Kapanoris. Funktioniert wie Indie. Ich kann widersprechen, das verdanke ich euch. Danke für eure Hilfe. Zum Dank kann ich euch leider nur das hier geben. Nehmt es bitte an. R-Disk. L-Disk. Yeah. Ist schon in Ordnung. Ich habe noch eine Disk von dieser Sorte. Wie viele Disk hast du denn, sag mal? Bist du wie eine dieser Pokémon-Kartenspiele, die alles doppelt haben? Meine Fresse. So, warte mal. Jetzt haben wir ja massig Geld. Och ja, doch. Jetzt kaufen wir erstmal ein paar 10.000 Kraftwurzeln. Machen wir erstmal 20. Ja. Heilpuder machen wir nochmal hoch auf 8. Ne, warte, jetzt habe ich 8. Wollte ich 8 kaufen? Ne, den kaufe ich 7. Den habe ich genau 10. Oh, ja, okay. So, warte mal. Vitalkräuter, da brauchen wir auch ein paar. 10. Buff. 10? Ja. Ja. Selbstverständlich. Wir haben noch 100.000. Was willst du? Das ist wenig. Ja, aber hallo, so schnell krebeln sie uns nicht ab. Doch. Bei ihr schon. Augenbrauen hoch. Was war das? Passt schon. So, warte mal. Jetzt gehen wir erstmal hier da hinten die Kiste abstauben. Ich bin ein verrückter Klavierspieler. Katzen. So, warte mal. Jetzt werde ich mir erstmal genüsslich Eistee einfüllen. Genau, nicht auf Zelda trinken. Ja. Du hast es dir selber eingefüllt. Hör auf, alles auszutrauen. Trinken. Du kippst mir das jetzt nicht dazu. Warum nicht? Das schmeckt kacke. Hilde, happy derp. Ich kann ja mal meine Zelda in deinen Eistee kippen. Guck, was du dann sagst. Nein, Nana, lass das. Sie hört mir gar nicht zu, sie will mich ignorieren. Sie hasst mich. Ich trinke. Kurs links. Was new? Wer baut da bitte auch nur ein so ein Ding hin? Das ist ja nach einer Zeit abgebrochen. Possible? Und wer hat dieses UFO gebaut? Gute Frage. Und was, wenn dieses UFO mal mittendrin abstürzt? Ich glaube, da war eine Zeitflöte, oder? Ein Münzamulett? Oh, das ist geil! Das ist, da kriegt man mehr Geld, wenn man, wenn ein Pokémon, das ausgerüstet hat. Boah, ey. Ich hasse es, wenn die Krafttränke nicht ganz oben sind. So, das kommen wir wieder zu dem, Vivi liebt es, oder Vivi macht halt hier so, wie nennt sich das? Sortieren. Das, was du nicht kennst. Halt's Maul, Paul. So, Beleber. Top-Beleber. Das sind da Bonbons. Die könnten wir eigentlich gleich mal verballern. Also nee, eigentlich nicht. Doch, wir könnten sie Anni geben. Vitalkraut. Prost. So, warte mal. Äther. Es ist mir schlecht. Top-Äther. Ich habe nicht mal die Hälfte mit. Oh doch, ich habe die Hälfte von dem von der Flasche. Elixier, KP plus, AP plus. Ja, lieber. Wie wollt ihr dich nicht mit der Zelda für mich? Das würde gar nicht schmecken. So, Münzamulett geben. Kann ich sie Anni geben? Ja. So, weil wir Anni jetzt eh die ganze Zeit vorne haben. Ach, ich wollte dir doch noch die Sonderbonbons geben. So, warte mal. Hey, nicht Eldisk. Eldisk. Eldisk, was tust du, Eldisk? So, okay. Benutzen. Halt, warte mal. Bevor ich das mache, ich will gucken... Entschuldigung. Ich will nur gucken, wie weit ihre EP-Leiste ist, weil nicht, dass ich was verschwende. Na, okay, das ist in Ordnung. Weil mich... Es ist dumm, eine fast volle EP-Leiste mit einem Sonderbonbon zu benutzen. Da verschwendet ihr eine ganze Reihe. Eine ganze Reihe. Also. So, und das ist echt geil. Sein. Du gibst deinem Vieh einfach ein Bonbon und es wird überpowert. Das ist doch geil. Ich frage mich, was denn in diesem Bonbon drin ist. Weil ich meine, rein theoretisch, Pokémon sammeln Erfahrung, um stärker zu werden.
Heißt das, die kriegen irgendwie so ein traumatisches Ereignis oder Erfahrung von anderen Pokémon, also so Erinnerungen eingepflanzt, sobald sie diesen Bonbon essen? Los, Pikachu, ist ein bisschen Snubbelschweiß in diesem Bonbon. Und kriegt Pikachu Reißzähne und also die so ein riesen Unterkiefer und dann homophob ist. Schon wieder. Warum? Weil ich nach vorne muss, weil da vorne im... Weil ich nach vorne muss? Ja, aber warum? Weil da vorne im Kolosseum Orkus der Aufzug ist und dann müssten wir nicht das ganze Stück da durch Piritus rennen, bis wir wieder zur Karte können. Deswegen. Faules, warum? Weil ich nach vorne will. Oh nee! Was ist dein Problem? So. Ich benutze die V-Disk. Ich will nicht nach vorne, nein. Das kann mir auch nicht in den Sinn gekommen. Ich benutze die V-Disk, um zur Seite zu fahren. Ob es auch eine S-Disk gibt? Eine D-Disk, diagonal. Eine S-Disk. Superman. Warum trainieren wir denn mal? Wir Superman fliegt nach oben. S-Disk. Es gibt schon eine O-Disk. Da landest du oben auf der Mühle im Pyritus. Wieso krieg ich jetzt auf... Wehe, das ist jetzt irgendwie was mit Plot. Dann gibt's aufs Maul. Nicht Kreis, wo? Taktik-Memo. Nein! Oh Mann! Wir kriegen immer wieder hin. Was fällt dir ein? Sportler-Sporti. Ich bin Sporti aus Fehnag. Was fällt dir ein, mich mit einem Pokémon anzugreifen, wenn ich in aller Unschuld meine Runden um den Brunnen drehe? Du bist eine Schande für alle, die sich Pokémon-Trainer nennen. Was? Wo hat er deine Nummer? Hab ich gerade eine Beschuldigung? PS, ich bin kein Hater. Ich habe das dumme Gefühl, dass bevor wir richtig trainieren können, dass wir zu diesen Typen müssen. Meinst du? Ja. Und jetzt, sie dürfen nicht mitmachen, sie haben einen Pokémon-Trainer angegriffen. Das war ich nicht. Doch, das waren sie. Das war ich nicht. Okay, dann wechsle ich nochmal die Pokémon. Ey. Oh Moment, du warst es doch nicht. Du hast keinen weißen Streifen. Der Typ hatte keinen weißen Streifen im Gesicht. Wahrscheinlich wird so irgendwas kommen, ey. Er sah war schlank und sah aus wie Sender. Ja, schon klar. Und sein komischer Opa oder so. Das ist ein komischer Opa. Da hat man so gehört, so Da mit denen redest du. Meine Erdkundelehrerin kommt. Viele Fantasie gestalten. So klingt das. Und deswegen packst du jetzt die Dinger wieder zurück? Weil ich ganz genau weiß, dass sobald ich dahin gehe, dass da wieder ein Plot-Twist kommt und ich gegen irgendwelche überstarken Trainer kämpfen muss und ich dann diese Pups-Pokémon dabei habe. So, warte mal. Ich nehme Stampus mit. Weil wegen Stampus. Kannst du auch draußen lassen. So, haben wir dann nehme ich Anni mit. Ich nehme noch Keks mit. Ich muss jetzt mal ein paar schwächere... Kann man auch jemand voll auf die Nerven gehen. Ich nehme noch Andi mit. Wer ist denn noch etwas schwächer? Oh, ich kann mich 60. Ich kann mich noch erinnern bei Numi. Numi, du bist Tropius. Was bin ich? Wir wachsen Bananen am Kinn. Wirklich, ernsthaft. So, warte, wir nehmen noch Numi mit und wir nehmen Maren mit, weil die auch schon lange nicht mehr mit dabei war. So, ey, hallo? Nein, ich will hier dran bleiben. Lass mich in der Box. Mein Kopf in der Box, in der Box. So, und ich werde jetzt gleich dahin fahren und... Ey, wehe, das war so ein Hater. Ich hab gar nichts gegen dich, ich wollte einfach nur, dass du herkommst. Ich bin fertig. Besonders original, ich habe diese... Nachricht in meinem alten Spiel nie bekommen. Stimmt. Nie! Nie! Alter, habe ich vielleicht das noch nie richtig durchgespielt? Oh, Plot Twist. Ich mag das Wort. Schon wieder! PDA. Ich hasse dich. Fahr zur Oase. Welche Oase? Mir jetzt an Farodin. Liste komplett. Beide aus Orkus. Toll. Hey, ich bin's bald. Hab die Liste der Krypto-Pokémon vollständig analysiert. Das letzte Krypto-Pokémon auf der Liste ist Togetic. Das war's, damit sind alle Daten von der CD-ROM gelesen, die du mir gegeben hast. Aha! Togetic. Ein Togetic? Und wo ist jetzt dieser komische
Warte mal, warte mal. Heißt das, ich habe das Ding jetzt in der Liste, was ich noch nicht habe? Krallinfo, Sekunde. Jetzt kannst du drücken. Jetzt ist richtig. Togetik, Tatsache. Wir sind doch nicht durch. Ich hab's gewusst, ey. Da kommt irgendein scheiß Plot-Twist. Ich mag das Wort. Da ist bist du da? Sporti? Oder Sporti, oder wie du heißt? Schwitzi? Schwitzi? Stinky? Ja, diese Mail ist von mir. Wieso hast du mich angegriffen? Machst du so etwas auch mit anderen Trainern? Nein. Die glaube ich kein Wort mehr. Hä? Ich hab dich doch gar nicht angegriffen, du Pisskind. Sprich nochmal. Ey, von Mio weiß doch genau, dass ich's nicht war. Von Mio, Mio. Ich habe gesagt, du sollst ihn ansprechen nochmal. Oh, wir kommen mit Fehler. Es ist gut, dass ihr beaufsichtigt im Sonnenwort. Wieso? Hä? Ich check den Typen nicht. Warte mal, wir fragen einmal rum. Seit einiger Zeit sind wir in Rosenpürs gar nicht mehr. Wo der Bürgermeister endlich was unternommen hat? Ja, der hat was unternommen. Hat sich in die Ecke gekrochen. So, warte mal. Dieser Laden ist wirklich doppelt wie ein Moment, wir kennen es doch, oder? Hehe. Hä? Was will der jetzt? Grinzbjörn, hör, wir kennen uns, was? Wie ist der Typ auf Facebook, ey? Was? Mit dir will ich nicht mehr reden. Ich hab doch gar nichts gemacht, du dummes Pisskind, Gör. Boah, dann gehe ich eben wieder. Wohin fliege ich jetzt? To the moon. So, jetzt gehe ich zurück zum Duelbergen, jetzt krieg ich gleich wieder eine Mail, pass auf. Na komm. Plot Twist. Ja. Oh Mann! Gut geraten, Sherlock. Ey. Wer ist das? Wetters Orcus. Ich bin's, Wetters Orcus. Ich habe ein Foto von dir, wie du gerade jemanden angreifst. Parodin, was fällt dir ein, mit einem kryptotogetischen Menschen anzugreifen? What the fuck? Besonders wo ist das Ach, da ist das Togetik, okay. Dieses weiße Etwas da. Hä, the fuck? What the? Okay, wer gibt sich als ich aus und versucht genauso cool zu sein? Muss man hier noch Plot Twist? Orcus? Oder so? Zu dem Ding, Typen da. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich auch nach Orcus muss. Wirst du ja sehen. Jetzt krieg ich hier die ganze Grütze rein. Wer hat mir das gesendet? Warte mal. Byte. Byte? War's wirklich Byte? Okay. Egal, ich weiß ja, wo die Typen wohnen. Wieso verkleidet sich jemand als ich? Das ist bestimmt die Queen, weil er meinen Streifen so toll fand. Hat der mit einem Togetik? Oder habe ich jetzt ganz plötzlich einen bösen Zwillingsbruder? Oh ja. Das wär ein richtiger Plot-Twist. Ich mag plötzlich das Wort Plot-Twist. Mann, no! Ey, ich bin gerade dezent verwirrt. Das hatte ich ja vorher noch gar nicht. Ey, ich bin gerade dezent überfordert. Was fällt dir ein, einfach Leute anzugreifen? Du fragst, bist du bald? Nee, ich war schockiert, aber das warst nicht du, Farodin, oder? Nein! Was wollt ihr denn jetzt? Ist der Arsch oppen oder was? Was? Ach, Farodin, wollt ihr schon Labor? Hattet ihr Erfolg? Ja, bla, wunderbar. Ihr seid echt der Enttäuschung, ich hätte euch kennen. Ich glaube zumindest, dass er das war. Das anscheinend der PC von Byte. Ja, hallo. Hi. Farodin, du hast es geschafft. Das ist schön. Ey, ja, toll, mehr habt ihr mir nicht zu sagen. Ich bin immer ganz weit. Ja, ey, du bist toll. Ganz klasse. War das jetzt Sprit noch... verbraucht, wo ich kleinen gehöre. Stimmt eigentlich, wann tankt denn das Ding eigentlich mal auf? Und wo? Oder wird das durch irgendwie kleine Peaches betrieben, die im... Wer bist du? Kleine Peaches im Betrieb. Aber das geht wegen Uhr weg. Muss ich jetzt wieder zurück zu diesem Typen aus Phenak? I mean Venusaur. Mann! Was geht hier ab und warum? Ich bin echt gerade voll verwirrt. Das warst du, Navi, oder? Wie wissen? Ich kann's erklären. Ich wollte das nicht, aber... Oder gibt's ganz plötzlich überall Klamotten von mir zu kaufen? Du bist die neueste Mode. Besonders kaum bin ich erfolgreich, da versaut jemand meinen Ruf. Ich glaube, es kackt hier los hier. Aber das ist genauso wie bei hier Yu-Gi-Oh! Gewesen. Da hat sich mal als Yugi verkleidet. Und hat gegen Jayden, glaube ich, angetreten. Ist gegen Jayden angetreten. Besonders, plötzlich ist Krypto-Togetige, bläh, ja toll. Das bläh.
guck in meine Box, siehst du da irgendwo ein Togetic? Hackt hier. Pisskinder. Komm, folge mir. Metaparadies. Sieh fern. Ich bin's bald, sieh dir das im Fernsehen an, schnell. Genau, das läuft jetzt jede Sekunde, wenn ich... Wie, wo ist ich das? Weiß zwar nicht, wo du bist, aber renn in irgendwelche random Häuser und guck Fernsehen. Ich bin in der Wüste, okay, und guck Fernsehen. Ich darf doch sicher hier einmal kurz rein, oder? Danke sehr. Hier gibt's einen Fernseher. Ich glaube, hier oben. Ja, da, Tatsache. Oh Gott, was geht jetzt? Neu. Neuen unbeständigen Berichten zufolge ist wieder ein aggressives Pokémon aufgetaucht, das vor Menschen nicht Halt macht. Das folgende Bildmaterial wurde uns vor einem Zuschauer zur Verfügung gestellt. Es zeigt den Angriff eines solchen Pokémon auf einen Menschen. Das Bildmaterial stellt ein anonymer Zuschauer, der sich selbst als Bengel aus Orkus bezeichnet. Okay. Suchen wir ihn. Dann hauen wir ihn in die Fresse ein. Wir schicken jetzt die Mafia. Lass mich ran, klingeling. Kein Klingeling. Okay. Wieso rennt sie jetzt? Nee, rennt doch wieder in dieselbe Richtung. Ich dachte, er rennt jetzt einfach in die falsche Richtung. Weil er rennt von dir weg. Weil er bleibt hier. Oh, ey. Ich verbrauche hier Sprit. Mann. Dumme Pissbäger. Oh, nee. So. Sie fern. So, ich muss jetzt einen Bengel aus Orkus finden. Wer mag mich nicht? Wer heißt hier Bengel? Oh Mann! Der da. Bist du der Bengel? Ich habe mir immer gedacht, Kryptopokémon werden das größte. Venus hat uns das ja immer...